Das kann man ja keinem zeigen. Also, zweiter Versuch. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog. Heute 40 plus 1, ein Tag nach ET. Und obwohl wir gestern dachten, es geht los, oder ich eher gesagt, weil ich ja da so, ne, habe ich euch gestern erzählt, und die Wehen ein bisschen waren, ja, alles ruhig. Wir sind noch da. Bereit, aber es kommt noch nicht. Bereit mit offener Hose. Bei uns hat es geschneit heute Nacht. Calvino ist draußen, hat schon einen kleinen Schneemann gebaut. Also geschneit, es ist so hoch. Schnee. Nicht so, aber man nimmt, was man kriegen kann. Und nachher gehen wir auch noch eine große Runde spazieren. Jetzt sind wir gerade am Breakfasten vorbereiten. Ich habe schon Brötchen gebacken, die habe ich euch schon auf Instagram gezeigt gerade. Mit Kürbiskernen und Sesam, und heute habe ich die mal mit Wasser eingepinselt, und jetzt sind die auch knusprig. Die schmecken echt supi-dupi. Ich werde euch das Rezept noch mal unten verlinken von denen, die wir jetzt gemacht haben. Und jetzt gibt es noch Speck. Ja, und dann komme ich euch einfach nachher wieder dazu. So, und es fällt heute so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ein bisschen schwierig im Moment, weil ja, ich habe ja gesagt, oder wir haben gesagt, dadurch, dass ja jetzt hier Corona ist und Lockdown und alles, und ich im Geburtshaus entbinden möchte, oder wir das möchten und Bernd dabei sein möchte, möchten wir unbedingt vermeiden, dass wir in Quarantäne müssen. Wir waren ja schon einmal letztes Jahr in Quarantäne. Und das ist halt dann wirklich was Offizielles, wo man sich, wenn man sich da also nicht dran hält und so, dann Strafen zahlen muss. Und ja, egal. Jedenfalls, wenn ich jetzt in Quarantäne kommen würde, weil wir uns mit irgendjemandem treffen, der in Quarantäne kommt, das heißt ja nicht mal, dass der infiziert ist oder die, sondern wir wären dann einfach in Quarantäne, dann kann ich nicht im Geburtshaus entbinden. Und genauso halt, wenn Bernd in Quarantäne ist oder Calvino. Also da müssten wir halt lügen, und ich würde die Hebamme nicht anlügen, das ist ja voll doof. Und ja, wenn ich in Quarantäne wäre, müsste ich, wenn ich im Krankenhaus bin, auch alleine entbinden. Und dann wären die Ärzte, es gibt so ein Video auf YouTube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da hat eine Frau alleine im Krankenhaus entbunden. Also da ist erst der Mann, der durfte mitkommen zur Entbindung, und dann mussten die beide so einen Schnelltest machen, und der war negativ, und dann haben die aber noch einen richtigen Test gemacht irgendwie, und der war dann wohl positiv, und dann musste der Mann, obwohl er schon mehrere Stunden im Krankenhaus war, sofort das Krankenhaus verlassen. Sie musste in so ein Isolierzimmer oder wie das heißt, und hat ein Telefon in der Hand gedrückt bekommen und wurde dann so quasi sich selber überlassen, und wenn was ist, sollte sie anrufen. Also sie sollte nicht drücken, sondern sie sollte anrufen, weil wenn sie drückt und die müssen kommen, die Hebammen und Ärzte, dann müssen die sich halt in voller Montur einkleiden, und das würde wohl immer eine halbe Stunde dauern, deswegen soll sie erst einmal anrufen und sagen, was ist, und dann gucken die, ob die kommen oder nicht oder so. Und das war halt, sie sagt, sie hat bis zur Geburt geweint, weil das war voll schlimm. Also so, jetzt abgesehen von den Schmerzen halt, dieses Alleinesein, ne? Weil sie konnte dann auch irgendwann nicht mehr mit ihrem Mann oder Freund, Partner, was auch immer, telefonieren, war sie nicht mehr zu in der Lage, und das war halt voll schlimm, und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, und deswegen treffen wir uns mit niemandem zurzeit, also nicht mal mit Bernds Eltern oder so. Und ich habe euch gesagt, heute schneit es, und ja, das macht Kindern natürlich mehr Spaß mit anderen Kindern. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben versucht, Calvino aufzumuntern. Komm, wir gehen raus, komm, wir machen dies, wir machen das. Und jetzt ist Bernd halt, der hat es jetzt geschafft. Bernd, der ist jetzt hoch, der spielt mit ihm Dart. Aber es tut mir halt total leid, ne? Fürchterlich. Und dann habe ich überlegt, was soll ich machen? Ob ich jetzt ins Krankenhaus gehen soll und einleiten lassen soll oder einen Kaiserschnitt machen lassen, dass es einfach aufhört, dass die sich treffen können oder so. Ach, weiß nicht. Ich will auch nicht zu viel erzählen. Ist egal. Hier soll es ja um gute Laune gehen, ne?
Aber das Leben ist nicht nur gute Laune. Naja, wenigstens, ich höre die beiden oben lachen und geiern und wie die spielen mit den Darts. Ja. Ja, und ich habe jetzt das Video geschnitten von gestern. Und dann muss ich hier noch meine Eisentabletten nehmen, damit mein Eisenwert gut bleibt. Und hier habe ich ein Brot noch aufgesetzt. Das ist in 53 Minuten fertig. Dann haben wir wieder frisches Brot. So, die Eisentabletten nehme ich jetzt direkt. Ja. Mann, ich sag euch. Also, ich glaube, das ist ja schon schlimm zu warten, wann es losgeht. Also, das heißt schlimm, aufregend, ne? Aber wenn man halt so mit Corona, mit dem Druck dabei, mit Quarantäne und sowas alles. Fürchterlich, sag ich euch. Ich habe auch gesagt, wenn wir jetzt noch ein Kind kriegen sollten, also nach Livia jetzt, dann warte ich auf jeden Fall, bis dieses ganze Brimborium hier mit Corona vorbei ist. Ich habe hier noch so einen Holunderblüten-Sirup, mache ich mir, für die Eisentabletten, weil die schmecken so ekelhaft. Die mag ich nicht nehmen ohne Geschmack. Wo ist mein Handy? Wo ist es denn jetzt? Was mache ich? Na komm, ich helfe. Ist das noch eine Hilfe? Na, liegt das da schon, mein Handy? Oh, ich unter der Woche. Ja, also, wir waren jetzt eine große Runde spazieren im Schnee. Das war richtig wunderschön. In der Hoffnung, dass sich vielleicht was tut. Aber außer ein paar leichte Wehen tut sich nichts. Und jetzt haben wir gesagt, chillen wir uns aufs Sofa, denn der halbe Sonntag ist schon wieder rum. Und ja, wir sind nur hier am Rödeln irgendwie. Das gibt es jetzt als Zwischenmahlzeit für mich. Ein Salat mit Rucola, Feldsalat, Weißkohl, Möhre, Tomate, Gurke. Und als Dressing nehme ich immer das hier. Das ist das. Mit einem Schuss Maggi, ja, und dann halt so zubereitet, ungefähr wie es hinten drauf steht, Pi mal Daumen. Und ein großes Glas Wasser und dann lege ich mich jetzt auch aufs Sofa. Und dann wollte ich euch noch sagen, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe in diesem Video, dass die Brötchen, die ich heute Morgen gebacken habe, die besten Brötchen sind, die wir bis jetzt selber gebacken haben. Also die schmecken echt super. Ich habe, weiß ich auch nicht warum, die doppelte Teigmenge gemacht. Es lag mir wohl irgendwie im Urin schon heute Morgen, dass die schmecken werden. Hör mal auf, Smurfy, so kann ich das nicht zeigen. Bei mir gibt es jetzt meine Version, meine Interpretation von Bananensplit. Aber Smurfy, hör mal auf. Das ist Banane, saure Kirschen, diese Schattenmorellen und ein bisschen Saft davon, Schokoeis und das da in der Ecke, was aussieht wie Pflaumenmus. Sind Amarena-Kirschen und ich weiß jemand, der das auch sich opfern würde und essen würde. Und ich schreibe dabei hier die Einkaufsliste für nächste Woche und Essensliste. So, es ist schon wieder dunkel, wir haben Viertel nach sieben. Wir waren gerade noch mal alle eine Runde spazieren, deswegen habe ich meinen Schal noch um. Es ist nämlich richtig, richtig schäbiges Wetter. Es ist am Regnen, so nasskalt und... So, ich mache jetzt Calvino eine Pizza. Er hat Hunger. Ja. Und wir haben heute nicht gekocht. Alles okay? Ja. Ja, wir haben heute nicht gekocht. Wir haben heute Reste gegessen, diese China-Nudeln. Und... Ja, er ist da auf dem Platz. Hier, Etty, runter. Ja, ja. Warst du ganz nass? Warst du... Geh schon. Pennerherrchen hat den Tropf angerubbelt. Pennerherrchen? Warum Pennerherrchen? Nein.
Er war halt ganz nass, ne? Aber egal, sagt er, trotzdem bin ich ein Blödmann. Ja, jedenfalls hatten wir diese China-Nudeln-Reste gegessen und das mochte Calvino nicht so gerne. Und kann man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Oder Nudeln koreanischer Art. Weiß ich auch nicht, egal. Ich habe das jetzt einfach gesagt und fertig. So, Wehen ist immer noch nichts. Also so, ja, das, was die ganze Zeit ist, aber nicht mehr. Geh weg, Smurfy. Hör auf. Ey, gehst du weg? Geh weg. Geh zu Herrchen. So. Hier haben wir eine Pizza Margherita. So. Ich möchte nichts da drauf haben. Ich habe noch extra gefragt, aber keine Extras. Dann gibt es nichts extra, nein. Tür schließen. So. Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben Bescheid bekommen, dass hier unsere Küchenmöbel bald kommen. Da einmal so ein Schrank kommt nochmal hier hin. Und hier kommt nochmal ein hoher Schrank hin, wo dann der Backofen reinkommt und die Mikrowelle. Und dann können wir diesen Hängeschrank auch aufhängen. Endlich. Endlich, endlich. Mhm. Ja, kommt ja schon nächste Woche, ne? Die Möbel. Alles kommt dann. Alles kommt. Kind kommt, kind Möbel kommen. Hund? Wir kriegen noch einen Hund? Okay. Nein, wir kriegen keinen Hund mehr. Und ich habe ein Brot gebacken heute. Das ist ein... Backe-Backe-Brot. Das ist ein Buttermilchbrot. Genau, das ist das. Ich habe da aber noch Reste reingemacht von den Brötchen, die ich heute Morgen gebacken habe. Kürbiskerne und ein bisschen Sesam ist da auch drin. Der Bernd sagt, das ist richtig lecker. Ich kann das ja mal unten verlinken, wenn ihr möchtet. Das ist von Chefkoch, das Rezept. Und das ist ohne Sauerteig. Den schimmeligen Apfel zeigen muss. Bei uns gibt es jetzt unsere tägliche Portion Vitamine und ich muss teilen mit 3 Mäulchen. Fertig? Nein, ich bin nicht fertig. Ganz viel. Und dann werde ich mich jetzt hier nur noch verabschieden von dem Blog. Oh, Smurfy, du kriegst auch gleich ein Stück Kaki. Er kann es nicht erfahren. Ja, und meld mich, sobald es was Neues gibt oder spätestens morgen zu einem neuen Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss euch zeigen, wie der guckt. Er ist ganz lieb und hofft auf Kaki. Schnell. Wenn man sie an Apfel reibt. Ja. Das ist geiler, interessanter. Er sagt, wer auf dem Sofa isst, muss teilen. Mhm. Das weiß er. Das ist Pflicht, das ist Gesetz. Na? Ja gut, sag mal tschüss, Murphy. Bis morgen, ne? Tschüss.